herzlich willkommen bei Deutsch Podcast, zu unserem Podcast. Hier neben mir sitzt Sandra. Hallo, und du bist meine wunderbare Kollegin und Freundin. Ja, Virpi. Und heute reden wir über das Thema Freund oder Freundin oder vielleicht ein Kumpel. Genau, also ja, wirklich nur ein Freund, ne? Haben wir das Thema genannt, oder nur ein Freund heißt der Titel. Ja, warum sprechen wir jetzt eigentlich mit dir? Ja, warum findest du uns bei YouTube oder auch bei Spotify, bei Google Podcast und so weiter? Wir bieten dir ja an, mit uns Deutsch zu lernen. Und warum können wir das? Wir sind beide Deutsch-Dozentinnen und Prüferinnen und haben schon langjährige Erfahrung mit Deutschlernenden. Ja, und gerade aus dieser langjährigen Erfahrung hat sich jetzt auch wirklich dieses Thema ergeben. Aber bevor wir richtig starten, möchte ich gerne nochmal auf unser Wortschatztraining, das du ja auch seit gestern bei YouTube findest, hinweisen. Also falls du noch so ein bisschen tiefer in den Wortschatz eintauchen möchtest, der heute in der Episode vorkommt, kannst du dich da ja noch weiter informieren. Ja, das stimmt. Das ist auch eine gute Idee. Ja, wir haben also ganz unterschiedliche Wörter, also in der deutschen Sprache. Gut, also zuerst mal der Freund oder die Freundin, aber woher weiß man dann, also manche sagen, hey, das ist meine Partnerin oder Partner. Ja, also da kommt was schon... Was bedeutet das, ne? Also hier gibt es ganz oft Missverständnisse bei Deutschlernenden. Genau. Klar, also so, zum Beispiel, hätte ich einen Freund, also mit dem ich fest zusammen bin, könnte ich den auch als meinen Partner bezeichnen? Das ist so eine interessante Frage. Und was ist der Unterschied zwischen dem Freund oder Partner? Und Partner hat natürlich auch also erweiterte Bedeutungen. Also das ist nicht nur also der Partner, sozusagen der Freund, sondern da gibt es noch andere Bedeutungen. Ja, also es wird ja auch teilweise wirklich kompliziert. Vielleicht bleiben wir wirklich erst noch mal kurz bei dem Begriff Freund oder Freundin. Und ich finde, da kann es schon eben diese Missverständnisse geben, weil du hast schon gesagt, wenn ich einen Freund hätte, könnte ich auch sagen, er ist mein Partner. Ich habe jetzt dich vorgestellt als meine Freundin und Kollegin. Und eigentlich könnte man sogar auch verstehen, wenn ich sage, meine Freundin, dass wir ein Liebespaar sind, was wir ja nicht sind. Genau. Aber auch das, und dieses mein, also alleine schon dieser Possessivartikel, das ist mein Freund, verstehen eigentlich fast alle als, ihr seid ein Liebespaar, aber ihr seid nicht verheiratet. Genau, genau. Aber dann kann man ja eben sagen, ja, sie ist eine Freundin von mir. Genau, das ist eine. Genau. Ja, also der unbestimmte Artikel, das ist ein Freund. Ja, und damit ist es dann eben der Freund oder die Freundin ohne Beziehung sozusagen. Ja. Wobei ich es auch schon, also ich habe es ja selbst eben auch so benutzt, dass ich gesagt habe, ne, meine Kollegin und Freundin. Ja. Und ich höre es auch immer öfter, dass eben auch Freunde als, ja, mein Freund. Aber manchmal macht man das dann noch mit einem Adjektiv. Also zum Beispiel, mein guter Freund. Ja, genau. Das ist vielleicht eine ganz gute und wichtige Ergänzung dazu, um das verständlicher zu machen. Total. Aber genau, dann kommen wir zum Partner. Also Partner ist schon ganz klar. Wenn ich jetzt sage, das ist mein Partner, dann meint das ja eben mein Beziehungspartner oder wie auch immer. Aber du hattest ja noch gesagt, also Partner ist aber auch wieder nicht nur Beziehung. Genau, zum Beispiel in einem Unternehmen, wenn es also mehr als nur eine Person als Besitzer oder Vorstand gibt, dann hat man ja zwei Personen und dann ist also diese andere Person ist der Partner oder Partnerin. Das könnten wir auch über uns sagen. Ja. Wir sind auch Geschäftspartnerinnen. Ja. Auch wenn wir nichts verdienen. Genau. ohne Einkommen, nur als Hobby. Aber genau, also wir sind dann in unserem Podcast-Unternehmen, wie auch immer, wir dann eben Partnerinnen. Richtig. Und wo es im Übrigen ganz gebräuchlich ist, ist es eben in Rechtsanwaltskanzleien. Oh ja. Da sind dann eben die, ja, ich sag mal, Chefs oder Chefinnen, dann die Partner oder Partnerin. Und das spielt eben immer eine ganz große Rolle, wenn man in einer Kanzlei zur Partnerin oder
zum Partner gemacht wird, weil man dann eben auch am Umsatz beteiligt wird oder eben auch ganz bestimmte, ja, Rechte oder Privilegien vielleicht hat. Ja, genau, die klare Aufgabenaufteilung hat auch. Den Juniorpartner oder die Juniorpartnerin gibt es dann auch. Das wäre so ein bisschen Untergestellte. Also Partner ist wirklich so ein großes Wort. Aber Wuppi, was würdest du sagen, wenn ich jetzt, gibt es einen Unterschied, ob ich jetzt zu jemandem oder über jemanden sage, das ist mein Partner, also jetzt in der Liebesbeziehung, oder mein Freund? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ja. Also ich sehe den Partner, also so jetzt ganz spontan gesagt, ist es für mich Partner, ist es noch irgendwie ein engerer Freund. Das hätte ich auch gedacht, ja. Ja. Aber das wird so ein bisschen ernster. Ja. Vielleicht lebt man auch schon zusammen. Genau. Und was mir auch aufgefallen ist, ist, dass ich zum Beispiel, wenn also jemand sagt, das ist mein Freund oder das ist meine Freundin, dann merke ich das oft oder sehe ich das oft bei jungen oder jüngeren Leuten. Mhm. Also jüngere Leute meint jetzt auch noch bis 30 oder so. Mhm. Aber ungewöhnlich finde ich es dann, wenn jemand, ich sag mal, über 50 Jahre alt ist und dann davon spricht so, ja, mein Freund kommt mich am Wochenende besuchen. Also das ist so, ja, weiß ich, glaube, dann würde ich eher mein Partner sagen in dem Alter. Oder dann kommen wir noch zu den anderen Wörtern. Da passt noch etwas noch besser. Ja, das stimmt. Ich gucke gerade mal auf unseren Spickzettel hier, der Lebensgefährte. Ja, die Lebensgefährtin. Ja, ich würde, um ehrlich zu sein, würde ich sagen, mein Lebensgefährte. Hm. Ja, wie du gerade auch erwähnt hast, also in der Jugendsprache oder bei den jüngeren Leuten ist schon der Freund, Freundin, dann also ein bisschen im reiferen Alter, würde man sagen, Lebensgefährte, Gefährtin oder Partner, Partnerin. Das stimmt, wenn jetzt jemand, der 20 Jahre alt ist, sagt, das ist meine Lebensgefährtin, das klingt ein bisschen komisch. Ne? Das so klingt komisch, ja. Ein bisschen zu alt oder, ja, aber... Also ich weiß, ich merke gerade auch immer noch dieser Unterschied zwischen mein Freund, ein Freund, Partner. Da machen wirklich viele Deutschlernende Fehler. Mm. Und ich finde, das ist halt eben ein Fehler, der wirklich zu Missverständnissen führen kann. Also wenn jetzt zum Beispiel ein junger Mann mir sagen würde, oh, und ich war am Wochenende mit meinem Freund spazieren und wir sind ins Kino gegangen, dann würde ich eben denken, ach, das ist ja nett, dass jemand, der eine Partnerschaft mit einem Mann hat, also dann ist ein homosexuelles Paar, super, oder egal auch, wie auch immer. Ja. Und, aber dann möchte diese Person natürlich das nicht mit ausdrücken, sondern möchte eben sagen, ich war mit einem Freund spazieren. Also ich glaube, dass das eben vielen auch so ganz, ganz wichtig ist, natürlich dafür klare Verhältnisse zu sorgen. Also da hast du schon ganz, also zwei sehr wichtige Tipps erläutert, und zwar das mit dem Adjektiv, dass man das mit einem Adjektiv ergänzt und dass man den unbestimmten Artikel benutzt. Ja, genau. Ja, das, wobei dann mit dem Adjektiv ist wieder der bestimmte, ne? Also ich bin mit meinem guten Freund spazieren gegangen. Genau, ja klar, das noch dazu, aber dass man eben Adjektive verwendet dazwischen, um das klarer zu stellen. Das stimmt. Welche Adjektive könnte man dafür nehmen? Also ein guter Freund, ein langjähriger Freund. Ein lieben Freund. Ja, das stimmt, ein lieber Freund. Und dann ist es auch klar, dass jetzt hier keine Partnerschaft ist. Ja. Die Partnerschaft ist wirklich nur bei mein. Ja. So was besitzergreifendes irgendwie. Aber wir bleiben mal bei einem Wort, was ich auch total oft höre und wo ich ganz oft im Unterricht erklären muss. Seid euch darüber bewusst, dass ihr das vielleicht falsch macht oder bewusst falsch macht, ist der Kollege. Oh ja, bei der Arbeit. Eigentlich nur bei der Arbeit. Mhm. Aber in der Jugendsprache inzwischen auch sehr oft benutzt. Hallo Kollege. Hallo Kollege. Oder Kollegin. Genau. Obwohl es ja dann wieder in der Schule, also meistens hört man das in der Schule, dann wäre es eigentlich dann der Klassenkamerad oder die Klassenkameradin. Ja. Ja. Der Kamerad wieder Militär ist. Also es wird kompliziert. Ne? Mit dem am besten keine Freunde haben, dann braucht man sich auch nicht zu merken. Das wäre traurig. Okay, wenn ihr das nicht lernen wollt und nicht verstanden habt, dann keine Freunde. Nein, das ist natürlich nur Spaß. Aber wir wollten auch mal eine Folge zum Thema Ironie machen. Ne? Ja, ja, genau. Genau, also wir haben den Kollegen und manche machen das ja eben, ja, ich sage jetzt mal bewusst falsch, ne, dass man eben sagt so, ey, Kollege, ist alles klar. Das wäre jetzt nicht unsere Sprechweise. Nee. Also nicht so
ganz. Aber dann ist es natürlich auch in Ordnung und dann kann man eigentlich gar nicht mehr sagen, dass es falsch ist, sondern Nein. dass es eben in diesem Umfeld so benutzt wird. Das ist kumpelhaft. Kumpelhaft, oh ja, auch schön. Ja. Hast du viele Kumpels? Ja, so zu sehen habe ich nicht, also viele. Also ich habe gute Freunde oder Freundinnen, wie auch immer. Was ist ein Kumpel? Ist ein Kumpel, ist man mit dieser Person sehr gut befreundet? Nein, würde ich nicht sagen. Würde ich auch nicht sagen. Nee, also viele. So ein bisschen. So genau. Ein, ja. Und auch wieder ein Wort, das man eh in der Jugendsprache ja. hört. Also der Kumpel, das ist nur ein Kumpel von mir. Vielleicht eben, dass das ist nur ein Kumpel von mir. Stimmt, das hört man wirklich oft, nur ein Kumpel. Also das heißt, es ist eine Person, die ich vielleicht so in einem Umfeld, ich sag mal, einem Partyumfeld treffe oder wenn man abends weggeht oder vielleicht eine Person, mit der man zusammen Fußball spielt. Genau. Irgendwie so, ja. ne? Das wäre ein Kumpel. Interessanterweise gibt es kein weibliches Wort dafür. Es ist der Kumpel. Stimmt. Ja. Also ich habe mal von jemandem gehört, Kumpeline, das finde ich aber ganz doof. Kumpelino. Kumpelino, ja. Kumpelina, Kumpelino. Der Kumpel, oder meine Kumpel, ne, das Plural meine, auch, der meine, Kumpel, die Kumpel. Aber man, was man hört, meine Kumpels. Ja, aber es ist eigentlich grammatisch falsch, ja, würde ich sagen. Genau, ja, genau, aber das hört man ganz oft. Das hört man sehr, ja. Mhm. Also, ja, der Kumpel, nee, keine weibliche Form, nicht nee. Offiziell. Und dann finde auch, also da muss man vorsichtig sein, wenn man über jemanden auch sagt, er ist ein Kumpel oder nur ein Kumpel, könnte es ja auch mal verletzend sein, weil man ihn dadurch ja. degradiert oder sagt, du Richtig. Bist nicht wirklich ein guter Freund von mir. Richtig, also genau, also das muss, also der Ton muss stimmen, ja. wenn man das sagt, also du bist mein guter Kumpel, also richtig, also so schon, also mit einer Annäherung oder dann, wenn diese Person nicht anwesend ist. Ja, was ich interessant finde, ist, dass das Wort Kumpel ja ursprünglich sogar aus dem Bergbau kommt. Das heißt, dort sind, ja, das waren dann Kollegen und alle Menschen, die dann unter Tage, also unter der Erde gearbeitet haben, sind dann die Kumpel. Also quasi auch wieder, ja, wie ein Kollege eigentlich in dem Fall. Also wahrscheinlich dann wurde das Wort im Ruhrgebiet entdeckt. Ja, denkbar. Zum denkbar, Beispiel, aber oder im, wo waren das? Also, aber ja. Ja. Spannend. Total spannend. Hm. Dann, genau, wir sind ja vorhin noch so ein bisschen darauf eingegangen, dass manche Wörter eben auch in Anführungsstrichen falsch verwendet werden oder auch in der Jugendsprache. Und ein Ding ist ja Bruder. Ja, also ich habe allerdings einen Bruder. Ich habe auch eine Schwester. Einen echten. Einen echten Bruder. Und ich würde nicht irgendwie zu einer männlichen Person sagen, Bruder, hallo, Bruder, ab. Das ist die Jugendsprache wieder. Das also ich glaube, so da sind wir nicht mehr in dem richtigen nee. Alter. Also Nein. genau, wir sind 40 plus, sagen wir mal. Ja, genau. Und dann wäre es so, ey, Bruder, alles gut, ist nicht die Sprache, die wir verwenden werden. Was ich im Übrigen auch ganz niedlich finde, ist ja, dass ja aus dem Bruder auch noch Brudi gemacht wird. Ja, also, süß. Na, Brudi. Ja. Also das höre ich sogar zu Hause. Ah ja, okay. Ja, oh ja, das höre ich auch zu Hause. Allerdings. Und dann gäbe es ja noch das weibliche Pendant, Sis. Ja. Also Sister sagt man, glaube ich, nicht, aber Sis als Abkürzung oder Bro. Dann eben auch in der Abkürzung. Und da sind wir, also ich sag mal, oh Gott, es ist immer so schwierig, das an Alter festzumachen, aber ja, über 40, je nachdem, was man so für ein Typ ist. Ja. Nutzt man, dann wirkt man, also es gibt ja diese Personen, ich weiß nicht, ob du das kennst, die so zwanghaft jugendlich wirken wollen, so extra cool. Ja, also ein bisschen aufgesetzt. Weißt du, so, ich stelle mir jetzt Folgendes vor, also so, ich sag mal, ein Mann mit 50, der aber Turnschuhe trägt, aber halt schon wirklich graues Haar und vielleicht auch ein bisschen Bauch und der kommt dann in so eine Gruppe oder vielleicht zu seinem Sohn und sagt dann so, na, Bro, alles cool hier. Ja. Und was läuft? Und dann denken alle, oh Gott, nein, wie peinlich. Ist das dein Vater? Nein. Ja, genau. Aber dann gibt es auch Verben, die so mit dem Dativ und mit der Präposition mit verbunden sind. Ja, und mit brauchen wir ja eigentlich gerade, wenn wir so in Interaktion sind. Also ich mache diesen Podcast mit Wirpi. Ja, und ich spreche mit Sandra. Genau. Und was wir jetzt natürlich bei den Namen nicht hören, mit
braucht, und das wirklich ohne Ausnahme, immer den Dativ. Mhm. Also das kann man sich eigentlich schon so in sein Gehirn eintrichtern, wie auch immer. Ja, genau. Aber mit ist eigentlich, glaube ich, auch so fast mit die erste Präposition, die man lernt, die eben mit Dativ zu verwenden, ja, ist. Ja, ne? Das stimmt. Und wir können auch, also ich kann mit dir super diskutieren. Ja, also ich diskutiere mit dir, ich diskutiere mit dem Lehrer, ich diskutiere mit der Professorin. Genau. Also das muss man einfach lernen, wiederholen, wiederholen. Genau. Ich hatte eben noch das Beispiel, ich gehe mit meinem Freund oder mit einem Freund spazieren. Nicht, dass mein Mann jetzt Böses denkt. Mit einem Freund gehe ich spazieren. Ich gehe mit einer guten Freundin ins Kino. Also ja, dieses mit. Und eigentlich kann man das immer trainieren, finde ich, eben ja, mit den Artikeln, die dazu passen. Oder eben auch den ja, Possessivartikeln. Mit meiner, mit meinem. Genau, mit meinem Freund, mit meiner Freundin. Oder Plural, mit meinen Freunden. Also üben. Langsam sprechen. Unbedingt. Also ich finde, auch das machen viele falsch. Viele denken, dass ein erhöhtes Sprachniveau mit einer erhöhten Sprechgeschwindigkeit zusammenhängt. Das hört man ganz oft. Ja, und oft ja, entstehen dann dadurch Missverständnisse. Und man macht es nur schlimmer durch die Schnelligkeit. Ja, richtig, weil die Aussprache darunter leidet. Ja, und dann ja auch wieder die Fehler da sind. Das heißt, wenn ich dann auch den Dativ nicht richtig spreche oder mir auch nicht wirklich die Gedanken darüber mache, dann bin ich ganz schnell bei mit meinem Freund. Oh ja. Und das ist natürlich nicht so schön. Wir wollen ja nicht das perfekte Deutsche, wollen das gute Deutsch. Ja, richtig. Kann genau. Man so sagen. Ja. Was bleibt uns zu sagen am Schluss? Also, bleibt am Ball, üben. Genau. Und folgt uns auch natürlich bei Instagram und bei Facebook kann man uns folgen. Und also, wir können wirklich euch nochmal das betonen, dass das YouTube, also Wortschatztraining auf YouTube, also sehr hilfreich ist. Und also, viele haben uns auch geschrieben, dass das gerade als also Entlastung für die Episode gut ist, schreibt auch diese Wörter am besten auf und übt einfach, bevor ihr diese Episode hört. Oder vielleicht möchtet ihr das gerade andersrum machen. Ja, und am besten folgt ihr uns auch direkt bei YouTube, also beziehungsweise abonniert den Kanal, damit ihr wirklich keine Folge verpasst. Wenn du uns bei Spotify oder auch bei Google Podcast oder iTunes hörst, dann folge uns auch da. Folgt uns einfach überall, wo es geht. Ja. Dann freuen wir uns umso mehr. Und wenn du natürlich noch ein bisschen Zeit übrig hast, wäre es toll, wenn du uns vielleicht eine Rezension bei iTunes schreiben würdest oder uns bewerten könntest. Das würde uns wirklich freuen. Wir freuen uns einfach wahnsinnig über dieses tolle Feedback. Genau. Vielen Dank. Also, bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüss. Also Licht ist ausgefallen, Computer ist ausgefallen. Ja. Und es kann nur besser werden, oder? Ja, genau. Aber es war ganz lustig. Ja, es hält einen irgendwie ein bisschen aktiver. Aktiver fand ich schon. Ja. Ja. Weil man muss auch ein bisschen aufstehen, um das Licht wieder anzumachen. Ja, aber das kann man ja...